Katzen gelten ja gemeinhin als autarke und teils eigensinnige Geschöpfe. Auch wenn es inzwischen wissenschaftlich erwiesen ist, dass Katzen starke emotionale Bindungen zu ihren Haltern aufbauen, diese vermissen und sogar unter Trennungsangst leiden können, sind viele nach wie vor der Meinung, dass Katzen auch ohne viel menschliche Aufmerksamkeit ganz zufrieden sind. Wie bei Menschen hängt das immer auch vom individuellen Charakter der Mieze ab. Schaut man sich verschiedene Katzenrassen einmal genauer an, gibt es aber tatsächlich einige Vertreter, die ihren Menschen fast wie Hunde auf Schritt und Tritt folgen. Im folgenden Video stellen wir dir deswegen die Top 5 menschenbezogenen Katzenrassen genauer vor. Eines vorweg. Auch wenn die nachfolgenden Katzenrassen sehr menschenbezogen sind und starke Beziehungen zu ihren Lieblingsmenschen bzw. Haltern aufbauen, heißt das nicht, dass diese Rasse deshalb alleine gehalten werden sollte. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, denn die folgenden Miezen brauchen ebenso sehr den Kontakt zu ihren Artgenossen. Und schließlich kann kein Mensch das Raufen, Spielen und Kommunizieren mit anderen Katzen ersetzen. Wer sich also nach diesem Video für eine der folgenden 5 Rassen oder aber eine andere Mieze entscheidet, sollte das immer im Hinterkopf behalten. Denn menschenbezogen bedeutet zwar, dass diese Rassen ein Quäntchen mehr Zeit mit ihren Haltern verbringen möchten, sollten aber in den meisten Fällen am liebsten gleich im Doppelpack bei dir einziehen. Das gilt nicht nur für Perser, Siam oder britisch Kurzhaarkatze, sondern auch für die jetzt vorgestellten Miezen. Nummer 1. Die Balinesenkatze. Verwandt ist diese wunderschöne Katze mit der Siam. Das verrät bereits ihr Aussehen, das wie bei der Siam von der charakteristischen Pointfärbung, also einem hellen Körper mit dunkleren Stellen im Gesicht, den Ohren und dem Schwanz, teils auch auf dem Rücken und den blauen Augen gekennzeichnet ist. Die Balinesenkatze hat dabei ein längeres Fell, ist aber ebenso schlank und elegant wie die Siam. Dabei ist der Name allerdings ein wenig irreführend, denn die Balinesenkatze stammt nicht etwa aus Bali, sondern aus den USA. Hier gab es in den 50er Jahren den Wunsch, eine langhaarige Siam zu züchten. Das gelang, da einige der in die USA importierten Siam über ein Langhaar-Gen verfügten, das in der Folge zum charakteristischen Merkmal der Balinesin wurde. Aber auch im Wesen ähneln sich diese beiden Rassen. Die Balinesin gilt als äußerst kommunikativ, ist also sehr sprechfreudig und teils auch laut, hat einen eigenen Kopf und ist gleichzeitig sehr anhänglich. Da sie zu den fordernden Katzenrassen gehört, wird sie ihre Kuschel- und Schmuseeinheiten mit ihren Menschen demnach lautstark einfordern. Diese Rasse gilt als sehr menschenbezogen und als eine der Rassen, die nicht gerne und gut alleine sein kann. Hat sie einmal eine enge Beziehung zu ihrem Halter aufgebaut, folgt sie diesem auch auf Schritt und Tritt. Verantwortungsvolle Züchter werden dir anraten, nicht nur ausreichend Zeit für diese Rasse zu haben, sondern bestenfalls gleich mindestens 2 dieser Fellbälle zu dir nach Hause zu holen. Denn die Balinesin benötigt ebenso den Kontakt zu ihren Artgenossen bzw. Geschwistern. Nummer 2. Die heilige Birma. Diese ähnelt in der Optik der Balinesin, unterscheidet sich aber von ihr durch ihre schneeweißen Pfötchen, die gemäß Rassestandard vorhanden sein müssen. Die Birma ist eine noch recht junge französische Katzenrasse und eine Kreuzung aus der Perser- und der Siamkatze. Offiziell als Rasse anerkannt ist die heilige Birma seit den 1920er Jahren. Die Gene von Perserkatze und Siamkatze schlagen sich übrigens auch im Wesen dieser Rasse nieder und hier kommt es immer auch darauf an, welcher Anteil dominanter ist, Perser oder Siam. Bezüglich der Anhänglichkeit spielen diese jedoch keine große Rolle, denn Perser und Siam gelten ebenfalls als anhängliche Rassen und gerade die Perserkatze zählt zudem zu den gemütlichen Katzenrassen. Ist deine Birma aber mehr Siam, wird sie entsprechend kommunikativer und auch fordernder sein. Das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung zu dir als Lieblingsmensch aus. Birmas lieben es zwar auch mal in Ruhe gelassen zu werden, sind aber gleichzeitig sehr aktiv, verspielt, neugierig und menschenbezogen. Haben sie dich einmal in ihr Herz geschlossen, hast du vierpfotige Freunde fürs Leben gefunden, die dir auf Schritt und Tritt folgen und sogar deine Verhaltensweisen imitieren. Hier wird dir ein seriöser Züchter ebenfalls zu mindestens 2 Kätzchen raten, denn diese Rasse liebt es, mit Artgenossen herumzutollen und zu entspannen. Nummer 3. Die Maine Coon. Die sanften Riesen, eine der Ursprungsrassen, die in diesem Fall aus dem US-Bundesstaat Maine stammt,
gehören neben der Siam zu den Hunden unter den Katzen. Nicht etwa, weil sie Hunden optisch ähneln würden, sondern vielmehr, weil einige ihrer Charakterzüge eben an diese erinnern sollen. Wer sich für eine Maine Coon entscheidet, sollte zunächst aber im Hinterkopf behalten, dass sie sanfte Riesen genannt werden. Denn diese Fellnasen können schon einmal gut und gerne 9 Kilogramm und manchmal auch 10 und mehr Kilo Kampfgewicht auf die Waage bringen und sind demnach nicht das klassische Schoßkätzchen. Dennoch sind sie extrem anhänglich und menschenbezogen und können im Seniorenalter auch schon einmal dazu neigen, ein wenig kommunikativer zu werden. Maine Coon Katzen sind darüber hinaus sehr verspielt und neugierig und das bis ins hohe Alter. Sie sind freundlich und gesellig und unterscheiden hier nicht zwischen anderen Tieren, Katzen und Kindern. Wahre Familienkuschler also. Wie die Siam kann auch die Maine Coon sehr fordernd auftreten und tut dies dann mit einem Gurren oder Krähen kund. Wie eigentlich so gut wie alle anderen Katzen auch, möchte die Maine Coon ebenso wenig auf die Gesellschaft von anderen Katzen verzichten. Nummer 4. Die norwegische Waldkatze. Diese Rasse ist eine weitere Ursprungsrasse und stammt, der Name verrät es diesmal richtig, aus Norwegen und damit dem hohen Norden. Ursprungsrasse heißt, dass diese nicht mit anderen Rassen gekreuzt wurde, sondern gewissermaßen immer noch über ihren originalen Genpool verfügt. Historiker konnten inzwischen sogar nachweisen, dass die norwegische Waldkatze bereits von den Wikingern als Haustier und Mäusejäger geschätzt wurde und sogar mit diesen auf deren berüchtigte Raubzüge fuhr, und zwar auf den Wikingerschiffen. Die norwegische Waldkatze wurde in den 1930er Jahren redomestiziert und wird seit den 70er Jahren den natürlichen Katzenrassen zugeordnet. Ähnlich der Maine Coon zählt auch die norwegische Waldkatze mit ihrem halblangen und seidigen Fell und den puscheligen Pfoten zu den sanften Riesen und ist demnach zumindest vom Gewicht her keine klassische Kuschelkatze. Norweger sind nicht nur verspielt, neugierig und abenteuerlustig, sondern auch sehr verschmust und anhänglich. So gehört es zu ihren liebsten Beschäftigungen, mit ihren Bezugspersonen zu kuscheln, auf deren Schoß zu liegen oder auch einmal beim Lesen zu stören. Auch für die norwegische Waldkatze gilt, dass eine Einzelhaltung ab dem Kittenalter an eher nicht empfehlenswert ist. Nummer 5. Die Singapura. Die Singapura verrät mit ihrem Namen, wo sie ursprünglich herkommt, nämlich aus Singapur, dem asiatischen Stadtstaat. Ihren Weg in den Rest der Welt fand diese Rasse wahrscheinlich in den 1970er Jahren mit zwei US-Amerikanern, die sich in diese äußerst seltene und wunderschöne Katzenrasse verliebt hatten. Auffälligstes optisches Merkmal dieser Mini-Katzenrasse mit dem kleinen Köpfchen sind neben dem schlanken und muskulösen Körper mit dem langen Schwanz die großen Kulleraugen, die dieser Katze einen immer leicht verwirrten Gesichtsausdruck verleihen. Auch das Fell sticht sofort ins Auge, denn es kommt generell in den unterschiedlichsten Sepia-Schattierungen vor. Das Besondere an dem Fell, hier wechseln sich ein helles und ein dunkles Haar ab. Am Kopf, auf dem Rücken und am Schwanz ist das Fell dunkler, was zu der inzwischen wohl bekannten Point-Färbung führt. Wie kaum eine andere Katzenrasse gilt die Singapura als wohl anhänglichste und menschenbezogenste Katzenrasse überhaupt. Tatsächlich sucht sie sich, wie eigentlich fast alle Katzen, ihre Lieblingsperson aus und hat sie diese einmal gefunden, klebt sie wie eine schnurrende Klette an diesem Menschen. Darüber hinaus ist die Singapura sehr aktiv, springt und klettert für ihr Leben gern, ist sehr eigensinnig mit einer ausgeprägten Persönlichkeit und zudem eine sehr sprechfreudige Rasse. Behalte diese also im Hinterkopf, wenn diese asiatische Schönheit bei dir einziehen soll. Idealerweise auch wieder, du denkst es dir schon, mindestens gleich im Doppelpack. Möchtest du jetzt noch wissen, welche drei Katzenrassen als wahre Schmusetiger gelten? Dann klick auf das linke Bild und finde es in unserem Video heraus. Oder möchtest du wissen, welche fünf Katzenrassen besonders gut für Anfänger geeignet sind? Dann klick auf das rechte Bild, um zu unserem Video zu diesem Thema zu gelangen.